ich versuche immer, immer auf dem Aspekt, das kann man glauben und das kann man sehen, zu vermitteln. Das rein Faktische, da kommen wir ja nicht weiter, wenn wir die Kunst nur faktisch vermitteln. Ich stelle öfters auch fest, wenn Besucher in der Ausstellung sind oder wenn ich auch Führungen mache oder so, und ich versuche, denen die Kunst näher zu bringen, dann versuchen die, ihr Verständnis des Konzeptes auszudrücken oder ihre Zugewandtheit zur Kunst, für die sie im Moment kein Verständnis aufbringen, aber dadurch auszudrücken, dass sie sich nach der Technik informieren, dass sie sagen, wie ist denn das gemacht? Ist das jetzt Öl oder ist das Acryl? Das sind meistens so Brückenfragen, wo ich sehe, da ist es jetzt schwierig zu vermitteln. Ja? Und rein faktisch kann man das, also aus meiner Sicht, sehr schwer vermitteln. Also ich versuche immer natürlich darüber hinaus zu blicken, aber es gibt auch Menschen, die da nicht mitgehen wollen oder können. Das muss man auch akzeptieren, wenn sie einfach eine Arbeit nicht an sich heranlassen wollen. Ja.